In der Luft ist ja noch nicht so schön. Das wollen wir natürlich nicht. Also probieren wir es anders. So, so, so. Und vielleicht noch. So. Dann muss das doch klappen. Kürbislaterne. Komm zu mir. Abbauen hier, damit man da wieder hochkommt. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Warum kann ich den da nicht draufsetzen? Ich will die Kürbislaterne oben auf das Teil draufsetzen. Andersrum. Machen wir es andersrum. Den machen wir weg. So, ich trick's dich schon noch aus. Du wirst es sehen. So. Ach, das sieht aber auch gar nicht schlecht aus mit so einem Ding in der Mitte. Ja, und so entsteht eine Vogelscheuche, mit der man gar nicht gerechnet hat. Die einfach ein bisschen anders aussieht. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus mit dem Block in der Mitte. Aber vielleicht, wenn ich den jetzt wegmache. Genau, der bleibt jetzt. Und zack, bist du ausgetrickst. Ja, wunderbar. So sieht's auch gut aus. Den nehmen wir wieder mit. Ne, müssen wir mit dem. Und jetzt kommt da wieder so eine Half-Step rein. Zack. Sieht aus, als ob sie einen Hut drauf hätte. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, Vogelscheuche ist aktiviert. Dann bekommt sie jetzt noch ein bisschen noch was mehr Abschreckendes in die Hand, um Monster fernzuhalten. Zwei Fackeln. Frei nach dem Motto, kommt ihr her, ich verbrenne euch den Hintern. Schön. Gefällt mir. So, jetzt werde ich einfach mal schnell das Feld umgraben. Zack, 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 zack. Wenn das im wirklichen Leben auch so schnell gehen würde, das wäre schon praktisch. Dann könnte ich hinten bei mir im Garten einfach mal alles umgraben, ohne Probleme. Und kann dann theoretisch selber alles Mögliche anbauen. So, den und den und hier. Und die auch noch. So, Melonen wachsen ja mittlerweile auf normalem Gras, so wie ich mitbekommen habe. Das geht ganz gut. Und die Saat wird ausgetragen. Zack, zack. Dün, 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 dün. So, hier auch noch ein bisschen, da auch noch ein bisschen, dort und hier und jenen Ort und da. Dann sind wir auf jeden Fall gut versorgt. Und unser kleines... Oh, wir haben keine Samen mehr. Oh no! Müssen wir mal schauen, ob wir noch schnell welche holen können. Von unserem anderen Feld hier vielleicht. Na, so wahnsinnig viel ist hier noch nicht. Was schon wieder reif ist. Hau mal ab hier. Du bist, machst mir mein Feld nicht kaputt. Ja. Da muss man ja richtig aufpassen hier. Das ist mir schon öfters passiert. Skelette zertrampeln meine Felder und die ganzen Schafe und alles. Die denken sich nichts dabei, weißt du? Ist extra hier schon eingezäunt und so? Nö, kein Problem. Jetzt hüpft er auf dem Kürbis rum. Was? Du solltest doch hier nicht sein. Nein, nicht das Feld kaputt machen. Wie kommst du da rein? Wie kommst du da wieder raus? Da kommst du durch raus. So, tschüss. Also ehrlich. So, jetzt haben wir nochmal 13 Samen. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Haben wir da noch irgendwo mehr? Müssen wir nochmal gucken. So, hier vielleicht in unserer kleinen Kiste. Ah ja, die warten immer noch auf ihr Boot. So, wir haben Melonenkerne, Kürbis, Zuckerrohr. Zuckerrohr würde ich da auch einfach eine Reihe machen. Aber dann ist das Wasser natürlich jetzt wieder falsch gesetzt. Nee, ich mache lieber woanders eine Zuckerrohrplantage. Aber das sieht auch schon gut aus, wenn man jetzt hier so hinkommt, mit der Vogelscheuche oben drauf. So, den machen wir hier noch. Denn dort hinten wird nämlich nichts wachsen an Zuckerrohr. Also hier vorne schon. Da normalerweise schon. So, kaputt machen. Aber hier nicht, weil da kein Wasser ist. Und das geht nur da, wo direkt Wasser ist. Also lassen wir das. Machen wir dann dort weiterhin unser schönes Weizenfeld. Kein Problem. So, jetzt fehlen uns natürlich die Samen, also einfach mal ein bisschen kreativ jetzt hier noch ein bisschen Zuckerrohr vorne an die Ecke, so lange bis wir dann genug Samen haben und dann kann man das auch wieder abhauen. So, sieht doch gut aus.
Und wenn das alles erstmal schön wächst, ist man auch gut eingedeckt hier mit dem ganzen Weizen. Und da kann die Mühle gut betrieben werden, das passt auch von dem Abstand so ein bisschen. Und der Bäcker Bruno kann sich in seiner Welt gut fühlen. Jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen... Was können wir machen? Wir können dem hier ein bisschen Ei da lassen, ein bisschen Melone. Und ich möchte gerne ein bisschen Kies haben. Nicht Kies, Kies habe ich genug. Was ist das denn? Lehm. Müssen wir nochmal gucken. Irgendwo ist ja meistens am Wasser das Lehm. Das Lehm. Ja, das Lehm. Das Lehm ruft. Aber ich weiß noch gar nicht, wie das aussieht bei dem Texturpaket. Jetzt habe ich da so viel dran rumgespielt. Und keine Ahnung, wie der Lehm aussieht. Oh, da ist ein Ei unten im Wasser. Das heilige Ei. Oh, gleich zwei. Oink, oink. Ich weiß gar nicht, auf was die warten. Das Komische ist auch, da habe ich vorhin schon so ein bisschen nachgerüstet. Im Kuhstall letztendlich war auf einmal nur noch eine Kuh. Und die Schafe werden auch immer weniger. Die brechen irgendwie aus und vergnügen sich dann auf meinen anderen Feldern. Ich muss am besten so einen doppelt hohen Zaun machen oder so. Die sind so ein bisschen springfreudig im Moment. Und gehen einfach irgendwo hin, wo man nicht damit rechnet. So, jetzt lass uns doch mal gucken, wie der Lehm aussehen könnte. Das ist Sand. Das hier ist auch Sand. Hm. Lehm kommt ja oft bei Wüsten vor. Jetzt habe ich hier natürlich so spontan keine Wüste parat. Obwohl, irgendwo, wenn man jetzt hier so ein bisschen rumstreift, dann werden wir doch wohl eine Wüste finden. Wobei, mir reicht ja schon so ein bisschen Lehm. Ich muss ja halt nur so ein paar Treppen machen und ein paar Half-Steps. Und dann... Ist das Lehm? Ja, ich habe Lehm gefunden. Sehr schön. Dann können wir nämlich einen richtig schönen Ofen für Bäcker Bruno machen. Mann, hier ist alles voller Lehm. Das ist ja richtig gut. Gut vorgesorgt sozusagen. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber Hauptsache es ist da. So. Nicht absaufen. So, den nehmen wir auch mit. Zack, zack. Lehm ist ja auch wirklich ein sehr beliebter Baustoff in Adventure-Maps. Gerade um zu zeigen, nach dem Motto, da kannst du Sachen abbauen oder so. Da nehmen die meisten gerne Lehm dafür. Ist natürlich auch sehr gut für die Leute, die das machen, weil dann kann man aus diesen vier Lehm... Boah, was sind das? Kleine Lehmklumpen oder so, die man dann halt übrig hat. Schauen wir mal, wie es halt wirklich heißt. Es heißt Lehm. Oh. Kann man sich ja wieder einen neuen Lehmziegel, einen neuen Lehm... Ja, wie heißt denn das? Ist ja kein Ziegel. So einen Lehmblock halt basteln. Und damit kann man dann wiederum einige Rätsel lösen. Bei manchen Adventure-Maps ist das natürlich erlaubt. Nicht bei allen, aber halt bei manchen. Was ich noch machen müsste, ist irgendwie das Wasser irgendwie... besser. Es ist so sieht es ganz schön aus, aber von unten unter Wasser ist es wahnsinnig dunkel. Es gibt da auch einige Texturpacks, die das wirklich hinbekommen haben, dass das Wasser schön hell aussieht. Oder ich lade mir, sobald ich dann wieder die Möglichkeit dazu habe, diesen Extra-Mod runter. Water Shader. Genau, den Water Shader-Mod heißt er, glaube ich. Damit, den kann man leider nicht zusammen mit dem... Ich komme nicht drauf. Doch, Sonic Others Unbelievable Shaders Mod verwenden. Den ich ja sowieso nicht verwende, von daher geht das ja. Wow, da kommt Tintenfisch. Release the Kraken. Und alles in meiner Nähe, bitte nicht. So, wir haben jetzt mehr als genug Leben. Wow. Na toll. Bloß rein hier. Irgendwo drunter stellen, das wird man auch noch nass hier. Nicht schön. Aber das ist natürlich sehr gut für fürs Feld, für die Ernte. Es ist so laut, das hört man die Musik gar nicht mehr. Ja. Aber es ist natürlich sehr gut, dieses Wetter für die Ernte. Weil man dann das auf jeden Fall besser wächst. Vermutlich. Könnte man einfach so im Raum stehen lassen, finde ich. Ah, hier unten ist es doch sehr viel ruhiger. Ah ja, Eisen habe ich auch noch ein bisschen was. Hier gingen mir die Eisenbarren nämlich schon aus. So, die Eimer brauche ich auch nicht mehr. Da bin ich fertig. Jetzt möchte ich aus dem Lehm bitte Ziegel machen. Dann brenn mal los, kleiner Ofen.
Und du? Nee, du. Oh, keine Kohle. Voll Kohle. Das ist leider manchmal so. Ohne Moos nichts los. Keine Kohle, kein gebrannter Ziegel. Ganz einfache Milchmädchenrechnung, würde ich sagen. Ja, ich habe vorhin noch so einen Bogen gefunden. Ach, vorhin? Schon etwas länger. Ein Bogen mit Stärke 1. Ich glaube, das hat ein Skelett fallen lassen. Das ist jetzt auch neu in der neuesten Version von Minecraft. Welche habe ich? 1, 2, 4. 1, 2, 5 ist schon draußen, aber... Ach, da stand jetzt auch der Seed. Das können wir alle mal gucken. Den hatte ich ja in den letzten Folgen immer vergessen einzutragen. Und da er jetzt da steht, können wir den natürlich einfach schnell übernehmen und in die Videobeschreibung reinpacken. Und jetzt seht ihr den natürlich auch. Also solltet ihr diese Map auch spielen wollen, ohne meinen Bebauungsplan hier natürlich bis jetzt, könnt ihr euch diese Welt natürlich kreieren, indem ihr den Seed eingebt und einfach auf Starten drückt. Und am Ende von Staffel 2 werdet ihr wieder sehen, dass es die Welt dann auch zum Download gibt. So, während die Ziegel jetzt hier am Brutzeln sind. 1, 2, 3, 4, genau. Dann kann man Ziegelstein draus machen. Das dauert jetzt natürlich ganz schön lang. Vielleicht bauen wir uns aber noch einen zweiten Ofen. Einen dritten, eher gesagt. Und werden den irgendwie hinten in der Wand versenken. Ist auf jeden Fall eine Idee. So. Einfach mal, ich kann den auch hier rein tun. Fällt kaum auf. Habe ich keine Kohle mehr. Schon wieder das gleiche Problem. Und den Lehm hauen wir noch rein. So. Und einen kleinen Schluck nehmen. Weiter geht's. Also, der Ofen wird jetzt produziert. Das Glas legen wir nochmal ab. Wo tun wir das denn hin? Ich habe keine wirkliche Ordnung in meinen ganzen Kisten bis jetzt. Bin mir noch nicht sicher, wo ich was hier rein tue. Hier, das Glas kommt zum Sand. Das sollte man sich doch merken können. Der Zaun kommt zurück. Der kommt da auch mit drauf. So, genau, da ist das Dschungelholz. Jetzt habe ich schon drei verschiedenfarbige Bretter. Ich glaube, das ganz dunkle habe ich noch nicht gefunden. Mal gucken, wo das ist. Weiß ich gar nicht, wie man das findet. Aber wir werden alles sehen. Also was mir auch noch nicht so wahnsinnig gut gefällt, sind die Leitern. Vielleicht tausche ich die nochmal aus. Die sehen so ein bisschen aus wie Schienen. Da gibt es sicherlich auch andere Modelle, die man für das Texturpaket, was ich jetzt mir so selber gebastelt habe. Selber gebastelt ist falsch. Selber zusammengestellt. Zusammengeklaut. Alles, was ich selber zusammengeklaut habe. Mit reinpacken. So, den. Ich könnte nochmal wieder eine Schaufel machen, die geht schon wieder kaputt. Und eine neue Spitzhacke. So. Den nehmen wir mit uns. Und noch eine Spitzhacke. Es regnet draußen immer noch. Ich gehe einfach mal schlafen in der Hoffnung, dass dann der Regen aufhört. Uah, ist das laut. Bin ich froh, dass wir keine richtigen Dachfenster haben. Sonst wäre das noch lauter. Plötzlich wird man müde. Und dann am nächsten Tag regnet es immer noch. Mensch, das ist ja hier der Monsun, der auf einmal zugeschlagen hat. Und so schnell war er auch schon wieder vorbei. Genau, hier seht ihr noch Indiana Jones und Monkey Island Bilder. Alles da, um das Leben zu versüßen. So, ich glaube, ich stelle jetzt mal wieder die Schwierigkeiten ein bisschen höher. Stellen wir es auf normal. Ich weiß gar nicht genau, wo da der Unterschied ist. Also normal, schwer und so sollte ja eigentlich selbsterklärend sein, aber ich habe noch keinen so wahnsinnigen Unterschied festgestellt. Vermutlich haben die Mobs einfach mehr Lebenspunkte als sonst. So, hier ist noch alles am Brutzeln. Die nehmen wir auch nochmal raus. So, und schon können wir uns ein paar Ziegelsteine machen. Und daraus wiederum ein paar Treppen. Ich glaube, das reicht sogar schon. Gehen wir mal zurück zu Bäcker Bruno und schauen uns nochmal den Ofen an, den wir dort kreiert haben. Vielleicht kann man den dann einfach dementsprechend neu umwandeln. So, hier könnte ich eigentlich... Gerade hier wird's passen. Ja, da würden Fensterläden gut hinkommen. Hinpassend. Habe ich jetzt natürlich keine dabei. Also, ich brauche eine Half-Step.